Ihr spielt gern kompetitiv so richtig 1 gegen 1 Kartenspiele für euer Leben gern. Dann solltet ihr jetzt dranbleiben, denn dann ist vielleicht Keyforge der nächste heiße Scheiß für euch. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich möchte so ein bisschen meine Gedanken zu Keyforge äußern und zuvor habe ich hier eine Kiste für euch. Ja. In dieser Kiste, die ist jetzt noch verhältnismäßig klein, wenn ich vergleiche mit dem Sammelsurium meiner Mitspieler, da sind ein Haufen Trading Card Games drin. Ziemlich gut gefüllt bis quasi an den Rand mit Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Magic-Karten. Hab hier hinten auch noch mal ein bisschen was aufgebaut, einfach nur für euch, um es im Gedächtnis zu behalten. Das sind Spiele, die euch begeistert haben. Ihr habt die vielleicht in eurer Jugend selber gespielt, ihr seid vielleicht immer noch dabei und euch stört so das ein oder andere. Wenn ihr zum Beispiel Magic-Spieler seid, die sagen, ich spiele für mein Leben gern, aber boah, ich habe keine Zeit, mir ein Deck zu bauen. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen, mich stundenlang reinfuchsen, auch durchgehen, welche Karten haben jetzt mit welchen die besten Synergien, welche Kombos muss ich unbedingt spielen, weil ich ansonsten gar nicht mehr mithalten kann, weil ich mit meinen Gegnern gar nicht mitkomme. Wenn es euch so geht, ja, wenn genau das eure Gefühlslage ist, dann jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe hier Keyforge. Keyforge ist ein Unique Game, wird als der neue, entschuldigt meine Wortwahl, heiße Scheiß beworben. Unique, jedes Spiel einzigartig. Doch was ist wirklich einzigartig an diesem Spiel? Lohnt es sich, es zu kaufen? Für wen lohnt es sich? Jetzt mal ganz langsam. Man bekommt in diesem Spiel ein, ja, wie soll ich sagen, ein Start-Setup für Keyforge. Darin sind enthalten zwei Decks. Achtung, diese Decks sind überall bei allen gleich. Jetzt denkt ihr euch, unique. Okay, recht und schön. Wir haben schon mal zwei gleiche Decks. Des Weiteren sind da aber noch zwei Deckpacks drin. Also solche kleinen Päckchen mit vorgefertigten Decks. Und das ist auch schon der Hauptunterschied zu Trading Card Games wie Magic, Yu-Gi-Oh! Und vielen mehr. Mit Keyforge haben wir vorgefertigte Decks. Das heißt, da ist nichts mit Deckbau. Ich komme gleich nochmal ein bisschen genauer dazu. Ihr erhaltet also vier Decks. Zwei Unique Decks, zwei Decks, die überall identisch sind. Ein paar Token. Die sogenannten Ember Token, das sind im Prinzip, sieht so ein bisschen aus wie, Bernstein. Geht zumindest gewaltig in diese Richtung. Des Weiteren erhaltet ihr die Schlüssel, um die es geht, die ihr schmieden müsst. Das wären diese hier, ja, rot, gelb, blau, für jeden Spieler drei Schlüssel. Und es geht darum, wer zuerst die Schlüssel geschmiedet hat. Kartenhüllen sind natürlich nicht dabei. Ihr bekommt ein paar Schadenstoken und dann bekommt ihr noch so ein paar Karten. Das sind dann Stärkekarten, Betäubkarten und solche Kettenübersichtsmarker. Das ist alles, was ihr in der Basisbox bekommt. Jetzt natürlich die große Preisfrage, braucht man diese Basisbox? Ich bin hergegangen, ich habe was Alternatives gesucht, weil ich gesagt habe, Basisbox kaufen, Bullshit, ist mir viel zu viel, brauche ich ja sowieso nicht. Wenn ich bloß zwei Decks will, dann brauche ich ja zusätzlich noch Material, um spielen zu können. Das ist jetzt Kategorie Pimp Your Game. Ansonsten könnt ihr direkt in der Info zum nächsten Punkt überspringen. Ich habe hier solche Steinchen mir gekauft. Ich blende sie euch auch in groß ein. Das sind solche Kristall-Plastik-Nuggets in Anführungszeichen. Und die reichen als Ember-Ersatz vollkommen aus. Des Weiteren kann man sich die Schlüssel tatsächlich bei BoardGameGeek runterladen. Alle Infos findet ihr dazu und alle Links natürlich unten in der Videoinfo. Diese Schlüsselkarten, ja, ich muss gucken, dass ich die gleich finde. Jawohl, habe ich. Sehen dann so aus. Wenn man sich die einlaminiert oder einfoliert nach dem Ausdrucken, dann ist man da eigentlich auf der sicheren Seite und kann auch spielen. Die Kettenanzeige, auch die kann man sich tatsächlich bei BoardGameGeek runterladen und dann ist man ja eigentlich schon gewappnet, um Keyforge zu spielen. Braucht man sonst noch was? Okay, die Betäubtmarken und die +1 Stärke, da könnte man sich noch was einfallen lassen. Aber was macht jetzt dieses Spiel besonders und ist es das tatsächlich?
Was macht Keyforge denn tatsächlich anders als andere Trading Card Games? Wir sind es eigentlich gewohnt von Trading Card Games, dass es wirklich bam, gegeneinander, Spieler gegen Spieler geht. Jeder Spieler hat eine Anzahl an Lebenspunkten oder Energiepunkten und wenn die weg sind, dann gewinnt der andere Spieler. Doch hier ist es anders. Hier geht es eben nicht darum, sich gegenseitig eins in die Fresse zu schlagen. Nein, hier geht es darum, dem anderen die Möglichkeiten nehmen, den Ember zu ernten mit seinen Kreaturen oder dem Gegner den Ember wegzunehmen, den Ember zu stehlen oder zu erbeuten mit den eigenen Kreaturen. Die Kreaturen so geschickt einsetzen und die Karten so geschickt einsetzen, um dem Gegner die Kreaturen wegzuräumen. Aber es ist ja dann nicht so, dass der Gegner ungeschützt wäre und wir den Gegner angreifen. Es geht schlichtweg einzig und allein um das Schmieden von drei Schlüsseln. Um mehr geht es nicht. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Eine Partie dauert in der Regel so 20, 25 Minuten. Man kann es also relativ schnell durchziehen. Ich empfehle euch an dieser Stelle, schaut euch das Let's Play von Georg und mir an, was wir einfach mal losbrettern und einfach jeder sich so ein Päckchen aufmacht, wir ungesehen die Karten mischen und losspielen. Das funktioniert damit. Ihr müsst euch eben nicht damit auseinandersetzen und ewig lang an eurem Deck schrauben. Ihr bekommt ein Deck, das ist noch uneingeschlieft, deswegen kann ich euch das gut zeigen. Da bekommt ihr eine Übersicht quasi, was drin ist. Und das ist die Karte, die ihr euch seitlich hinlegt. Ihr habt die drei Fraktionen, die drei Häuser, die quasi euer Deck entsprechend, wie soll ich sagen, formen. Und davon sind jeweils 12 Karten drin. Ganz einfach. Jedes Deck hat einen Namen. Die Namen sind teilweise schon etwas skurril. Hier wäre es jetzt Carivero, Baron des bunten Mondes, den Georg da gezogen hat. Zusammengesetzt aus Sanctum, Mars und Schatten. Jedes der sieben Häuser, das es gibt, hat so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Da kann man eigentlich so, ja, da könnte man jetzt eigentlich drüber philosophieren und auch diverse Einzelvideos, Tutorials drehen. Kurz zusammengefasst ist da quasi Brobna, die kriegerische Fraktion mit vielen starken Kreaturen, mit Mars Removal, aber halt nicht so die Ember-Produktion. Ember bekommt ihr häufig eher bei den tatsächlich bei Schattenkarten. Das sind häufig sehr viele. Bei Sanctum sind es auch noch die ein oder andere. Und Mars ist einfach so darauf getrimmt, dass viele Kreaturen zusammen auf dem Feld sind, um dann quasi in einer epischen Übermacht dann tatsächlich den Gegner dann zu stellen, beziehungsweise dann halt entsprechend die Schlüssel zu schmieden, dem Gegner Einhalt zu gebieten, vielleicht sogar das ein oder andere Ember zu stehlen oder einen coolen Move hinzulegen. Bei Schatten ist es so, das ist einfach destruktiv. Dem Gegner Ember stehlen, dem Gegner Ember quasi, wie soll ich sagen, erbeuten vom Gegner. Die liegt ja dann auf den eigenen Kreaturen, solange bis die Kreatur stirbt und der Gegner es zurückbekommt. Oder einfach den Gegner zu hindern, den Schlüssel zu schmieden in der nächsten Runde. Das alles ist Schatten. Destruktiv gegen den anderen gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Sanctum ist mehr so ein bisschen, baut sich auf, baut coole Kombos zusammen, finde ich zumindest, so was ich bislang gesehen habe. Während zum Beispiel Logos drauf aus ist, viele Karten zu spielen, Karten nachzuziehen und da quasi wirklich schnellstmöglich durch das Deck durchzucyceln. Und dann haben wir noch als Fraktion Dis. Dis ist mehr oder weniger so ein bisschen Richtung Schatten orientiert, auch so ein bisschen Removal, ein bisschen destruktiv und ja, das waren eigentlich schon im Groben mal so ganz kurz ein bisschen geteasert, die Häuser. Das heißt, ich habe vergessen, ungezähmt. Ungezähmt ist auch so eher ein bisschen kreaturen-effektlastig. Auch eher Ember bekommen durchs Ausspielen von Karten, durch das Ernten nochmal Zusatzfähigkeiten. So diese Richtung. Das wäre so wirklich der Kurzüberblick nur über die Fraktion. Was unterscheidet Keyforge noch? Ihr habt ein vorgefertigtes Deck, ihr könnt gar nicht dran rumschmotzen. Auf der Rückseite jeder Karte seht ihr die Häuser, ihr seht jeweils den Decknamen. Unten auf jeder Karte habt ihr auch nochmal den Decknamen stehen. Das heißt, ihr könnt wirklich nichts an eurem Deck verändern. Aber wollt ihr das überhaupt? Weil wenn ihr das macht, dann haben wir den gleichen Effekt tatsächlich wie bei Trading Card Games. Dann ist es einfach so, desto mehr Geld man reinsteckt, desto besser steht man am Schluss da. Und es ist eben nicht so, dass ich ein Meta ausbilden könnte, wie bei Magic oder bei anderen Trading Card Games, nach dem Motto, wenn man nicht folgende Karten spielt, dann hat man eigentlich keine Chance. Oder, ich baue mir jetzt 1:1 das Deck nach vom letzten Turniersieger XY und damit habe ich gute Chancen, überhaupt mitzukommen. Und wenn ich in den ersten 7 Runden meine Kombo zünden kann, dann funktioniert es auf jeden Fall.
verabschiedet euch davon, ja. Das braucht ihr bei Keyforge tatsächlich nicht. Ihr habt euer Deck. Für einen Zehner bekommt ihr ein Deck, das spielbereit ist. Da müsst ihr nichts mehr dran pimpen, nichts mehr dran feilen, einfach nichts. Ihr könnt direkt losspielen. Das erspart einem also quasi das Auseinandersetzen mit den Fraktionen, mit den Karten. Ihr müsst nicht Decks bauen, ihr müsst nicht unendlich viel Geld investieren. Okay, es könnte natürlich sein, dass der ein oder andere Trading Card Gamer da draußen hergeht und sagt, ich möchte aber ein Deck zusammengestellt aus Schatten, Logos und Brobner. Jetzt kauft er sich die erste Deckbox. Nichts drin, die zweite, nichts passendes, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, siebte. Irgendwann kommt er vielleicht während dieser Deckboxen kaufen und während dem Ausprobieren auf den Trichter. Folgende Karten sind ja cool. Ich habe ja hier die Kartenübersicht und ich weiß, dass ich unbedingt einen leisen Dolch haben möchte, eine Geisterhand und von der anderen Fraktion, die ich drin haben möchte, Karte X und Karte Y. So, wenn ihr jetzt hergeht und dann konsequent versucht, diese Karten in ein Deck zu bekommen, dann ist es ein Fass ohne Boden. Und dessen solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr da entsprechend richtig rangeht. Es ist einfach nur ein Kartenspiel mit einem vorgefertigten Deck, das einzigartig ist. Das heißt, selbst wenn jemand die gleichen Fraktionen rauszieht, es kann sein, dass da eine Karte unterschiedlich ist oder halt 10. Ja? Das kann komplett unterschiedlich sein. Ihr braucht nichts daran rumfuscheln, müsst nichts machen. Was ein bisschen ungewohnt ist, wenn man aus der Trading Card Ecke kommt, dann weiß man normalerweise, wenn mein Deck leer ist, dann sterbe ich einen bitteren Decktod. Das heißt, ich versuche meine Karten sorgsam einzusetzen und möglichst schnell zu spielen. Möglichst schnell spielt ihr aber bei Keyforge anders. Ihr habt 6 Karten auf der Hand in eurem Zug und dann habt ihr quasi die verschiedenen Häuser auf der Hand. In meinem Fall ist ein gutes Beispiel, einmal Mars, zweimal Schatten und dreimal tatsächlich Sanktum. Was bedeutet das für mich? Ich wähle eine Fraktion und spiele so viele Karten, wie ich möchte von dieser Fraktion. Habe ich nichts auf dem Board, was ich nutzen möchte oder muss diese Runde? Und zwingt mich mein Gegner nicht, irgendwas zu tun, um zum Beispiel hier dafür zu sorgen mit Schatten, dass er die nächste Runde keinen Schlüssel schmiedet, dann spiele ich im Normalfall die Fraktion, wo ich die meisten Karten auf der Hand habe. Wenn das 2-2-2 ist, habe ich natürlich die freie Auswahl, aber in dem Moment, wo ich mehr als die Hälfte auf der Hand von einer Fraktion habe, versuche ich die zu spielen, um natürlich ordentlich das zu nutzen, um Druck aufs Brett zu bekommen. Und dann habe ich die Möglichkeit, Karten, die ich nicht nutze, von dieser Fraktion einfach abzuwerfen. Das solltet ihr tatsächlich tunlichst häufig tun, um durch euer Deck durchzukommen, weil irgendwann bekommt ihr die Karten, die ihr unbedingt haben wollt. Und wenn sich ein Spiel zieht, auch das hatte ich 2-3 Mal, dann mischt man einfach den Stapel nach, den Ablagestapel, bildet den neuen Nachziehstapel und man ist wieder im Rennen. Also es ist nicht so, dass man einfach alles wegwirft. Es ist zum Glück nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das gefällt mir eigentlich schon wieder ziemlich gut daran, weil man eben nicht diesen Zwang hat, was auf der Hand halten zu müssen. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich ungewohnt. Wenn ich da eine geile Karte habe und ich warte auf die Synergie, dann muss ich wissen, ist es die Synergie dieser Karten wert, dass ich sie auf der Hand behalte oder ist es nicht wert. Und da, die Erfahrung bekomme ich nur durch Spielen, Spielen, Spielen. Es kann passieren, dass man in der ersten Partie denkt, boah, das Deck, das ist aber eigenmächtig oder eigschwach. Und dann wechselt man einfach mal die Decks aus. Der andere Spieler hat vielleicht ein bisschen anderen Spielstil und dann unterstützt dieses Deck den Spielstil mehr. Ich bin mehr so der offensive, destruktive Typ, wenn man mehr so aus der Ecke Bob the Builder kommt und da einfach mal vor sich hin baut, viele Artefakte spielt und versucht, möglichst viel sich aufzubauen, um dann irgendwie Kombinationen rauszuhauen und geniale Moves, dann wird es einfach schwerer. Und das sind einfach so ein bisschen die Sachen, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich Keyforge anschaut. Für wen ist es jetzt was? Ich würde sagen, es ist für Spieler besonders gut geeignet, die sagen, sie mögen eigentlich Trading Card Games, wollen aber nicht die Zeit und auch nicht das viele Geld in Booster Packs investieren. Es ist einfach sonst ein Massengrab und wenn ihr gezielt Karten kauft, dann habt ihr das Problem bei Trading Card Games, die kosten dann unter Umständen ein Schweinegeld. Das war der Punkt, wo ich immer gesagt habe, nö, das mache ich nicht. Und dann ist man aber einfach nicht so schlagkräftig wie seine Mitspieler. Dann läuft man einfach immer hinterher, wenn man nicht extrem viel Geld auf den Tisch legt.
Hier habt ihr ein anderes Problem. Wenn ihr jetzt eine geile Konstellation habt und die ein oder andere Kombination wird dann online gehypt und jemand kauft so ein Deck und verkauft es dann über bekannte Verkaufsplattformen im Internet oder über irgendwelche Facebook-Gruppen oder wie auch immer, dann versuchen die Leute da an Schweinegeld rauszuziehen. Das braucht ihr aber überhaupt nicht. Ja, das muss einfach nicht sein. Versteift euch nicht auf irgendeine Fraktion, wenn ihr es aufmacht nach dem Motto, oh, wenn da nicht Schatten drin ist, dann spiele ich das aber gar nicht erst. Oder Mars will ich auf keinen Fall oder wie auch immer. Es sind natürlich gewisse Vorteile, die Fraktionen mit sich bringen, Spielertypen, die unterstützt werden, aber das braucht ihr nicht. Zum Spielen braucht ihr effektiv zwei Decks. Wenn jemand die Starterbox hat, dann ist recht und schön, dann vielleicht hat es ein Mitspieler von euch. Dann reicht euch ein Deck. Ansonsten reichen euch zwei Decks, ein paar generische Token, die ihr euch aus einem anderen Spiel holt oder für einen Euro Ugrat so ein paar Ember-Ersatztokens euch holt, ein bisschen was euch ausdruckt, dass ihr es entsprechend noch mit verwenden könnt und ihr seid eigentlich spielbereit. Ihr braucht also eigentlich nicht unbedingt zwingend die Basisbox hierfür. Ihr könnt relativ schnell losspielen und hier verweise ich nochmal auf das Losbrettern von Georg und mir. Wir haben da direkt losgespielt. Georg hat vorher eine Partie von Sebastian und mir mit zugeschaut und dann hat er im Prinzip nochmal ein kurzes Regelsetup von mir, Auffrischung von mir gekriegt und hat losgespielt. Das geht, ja. Und es kann natürlich auch passieren, ihr habt ein Deck schon ein paar Mal gespielt. Dann kommt da ein Neuling her, ihr drückt ihm irgendwas in die Hand und plötzlich stampft er euch in Grund und Boden. Ist natürlich unschön. Ich habe viele Partien tatsächlich auch mit Sebastian gespielt, verschiedene Decks durchprobiert, die er hat und da ein bisschen rumexperimentiert und auch mal mit den Basisdecks gespielt, die im Spiel mit drin sind, die haben uns irgendwie nicht so gefallen. Es ist natürlich vieles unterschiedlich, es kommt drauf an, wie es läuft. Hat man gewisse Kombos, zieht man vielleicht besonders glücklich oder zieht man besonders unglücklich? Das alles sind natürlich Faktoren, die spielen rein. Überlegt euch, ihr habt 36 Karten, wenn da eine Kombo drin ist aus zwei Karten und die ist geil und nochmal eine Kombo aus zwei Karten, die ist gut, dann ist das toll, aber es kann halt dauern, bis die kommt oder ihr werdet sie nie sehen. Und dann ist da noch dieser eine Punkt. Wie ist das mit dem Unique, mit dem Zusammengestellten? Funktioniert das alles? In der Theorie ja, in der Praxis haben wir dann halt mal ab und zu Karten, die dann absolut nicht in den Deck reinpassen, weil sie irgendwie den Effekt, der verpufft voll, dann spielt man halt ganz einfach so eine Karte für das Ember, was oben abgedruckt ist. Weil meistens sind es dann tatsächlich Karten, die einfach nur einem ein Ember geben und man will den Effekt dann gar nicht. Dann spielt man sie aus oder man hat halt keine Möglichkeit, den Effekt zu nutzen. Dann spielt man die aus, bekommt das Ember, ist glücklich. Und es ist natürlich sehr unterschiedlich. Man kann ein Deck haben mit extrem vielen Kreaturen. Man kann aber auch ein Deck haben mit extrem vielen Aktionskarten. Da gibt es wirklich diverse Unterschiede. Also wenn ich jetzt hier durchschaue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ja, das liegt so im Mittel. Also wir haben sehr viele Decks jetzt gesehen im Bereich tatsächlich 13 bis 17 Kreaturen. Ich habe jetzt auch das, was ich gegen Georg gespielt habe, hatte deutlich mehr Kreaturen, was ich da ausgepackt habe. Es ist einfach unterschiedlich, ja. Und dementsprechend spielen sich die Decks auch total unterschiedlich. Und dessen sollte man sich natürlich halt einfach bewusst sein, wenn man das Spiel kauft. Mir hat es bislang tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich genau diese Punkte bei Magic immer kritisiert habe. Dieses, dass man Deck bauen Zeit verschlingt, Informationszeit verschlingt, dann Testzeit, bis man tatsächlich ein Deck hat, mit dem man sinnig spielen kann. Letztendlich macht Magic am meisten Spaß, wenn man tatsächlich irgendwie ein Sealed spielt. Ja, dann spielt man mit seinem Freundeskreis Sealed, kauft sich da ein paar Päckchen, dann hat man aber ein schwaches Deck. Dann hat man hängt es schon davon ab, dann kauft man sich ein Basispack von irgendeiner Edition, dann kauft man sich ein Basispack von der nächsten Edition und die sind so schlecht gewichtet, dass das einfach nicht passt. Und da stecke ich große Hoffnung tatsächlich in Keyforge, dass auch mit kommenden Editionen tatsächlich das noch weiterhin einfach gut passt und entsprechend dann halt gut gebalanced ist. Natürlich ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, natürlich ist das fehlbar, natürlich gibt es da vielleicht das ein oder andere bessere oder schlechtere Deck, bessere Konstellation oder schlechtere. Aber sind wir doch mal ehrlich, wollt ihr jetzt unnötig viel Geld ausgeben, um ein Deck zu bauen, das seinesgleichen sucht oder wollt ihr einfach nur spielen? Seid ihr die Casual-Spieler, die einfach Spaß haben wollen, seid ihr hier definitiv besser aufgehoben und
mir gefällt es gut. Es hat mir bislang in jeder Partie sehr viel Spaß gemacht. Bin, glaube ich, inzwischen jenseits der 20 Partien angekommen auch. Mit verschiedenen Decks gegen verschiedene Gegner, teilweise zweimal, dreimal, viermal gespielt. In der gleichen Konstellation Decks ausgetauscht. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, Basisspiel braucht man nicht. Ich schmeiße euch ein paar Links in die Info. Da könnt ihr mal gucken, was ihr da benötigt, was ihr da nutzen wollt. Ich habe da absolut gar nichts davon. Ja? Also von mir aus könnt ihr das Basisspiel kaufen. Das war jetzt nur so aus Input und aus Erfahrung von mir. Man braucht es nicht zwingend. Ja, das war jetzt mal so der erste Überblick über Keyforge. Ich blende euch natürlich das ein oder andere Bild ein im Laufe des Videos. Da wird bestimmt auch noch ein bisschen was kommen. Vielleicht lassen wir uns da auch irgendwie was einfallen oder wir sind mal bei einem Turnier anwesend. Müssen wir schauen. Ich habe die Info, dass es in Karlsruhe eine Spielepyramide wohl im Januar irgendwie mehr Infos geben sollte und dann auch irgendwie mal ein Turnier kommt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielleicht schauen wir auch da vorbei und drehen ein bisschen für euch. Und bis dahin würde mich natürlich interessieren, seid ihr Magic-Spieler? Kommt ihr aus der Magic-Schiene? Seid ihr einfach so begeisterte Kartenspieler, die sagen, genau das wollte ich mir mal anschauen? Spielt ihr andere Trading-Card-Living-Card-Games? Ich meine, das wäre jetzt natürlich auch noch ein Vergleich, die Trading-Card-Games mit den Living-Card-Games zu vergleichen, beziehungsweise Keyforge mit Living-Card-Games. Letztendlich wisst ihr ja, was ihr bekommt, aber ihr wisst doch nicht genau, was ihr bekommt. Und bei Living-Card wisst ihr ja genau, was kommt, aber der Deckbau bleibt letztendlich nicht aus. Liebt ihr den Deckbau? Hasst ihr den Deckbau? Schreibt es doch mal in die Kommentare, es würde mich brennend interessieren und vielleicht entsteht hier auch so ein bisschen eine Diskussion. Habt ihr eine Lieblingskonstellation an Häusern, die ihr besonders gerne spielt? Oder habt ihr ein Deck mit einem total skurrilen Namen? Das will ich natürlich wissen. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, nehmt Kontakt zu uns auf. Würde mich freuen, wenn sich da ein bisschen so reger Austausch entstünde. Und wer Lust hat, mal mit uns zu spielen und im Raum Karlsruhe unterwegs ist, scheut euch nicht, kontaktiert uns. Ich glaube, wir finden einen Termin, um eine Runde Keyforge zu spielen. Und jetzt muss ich dringend ein bisschen aufräumen. Ich habe hier zu viel für dieses Video in der Gegend rumgezogen. Wir sehen uns hoffentlich dann in einem der nächsten Videos. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen, viel Spaß bei Keyforge, anderen Trading Card Games oder was auch immer ihr an den Weihnachtstagen mit der Familie auf den Tisch bringt. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald!